ganzen Schmiede. Kaum ein Herrscher war je weiser oder gerechter. Wir sind jetzt hier beim Stand von Dedelic Entertainment und wir haben hier John. Und John kann uns vielleicht mal sagen, was für ein neues Spiel denn jetzt rauskommen wird. Black Ops 2, das ist vielleicht schon so ein bisschen gespoilert hier von dem Hintergrund soweit. Ein bisschen. Ich sitze als Producer auf Black Ops 2. Super. Und wir haben jetzt schon ein paar Informationen, die wir jetzt die ihr in unserem Artikel lesen könnt. Ein bisschen mehr im Detail. Was sind jetzt aber die wichtigsten Sachen, die sich geändert haben im zweiten Teil? Naja, also wir haben sehr stark auf das Feedback von der Community gehört. Black Ops 1 hat sich ja, wurde sehr gut angenommen. Natürlich gab es auch ein paar kritische Reviews und auf die haben wir halt eben gehört. So zum Beispiel, dass man jetzt seine Charaktere halt eben vor einer Schlacht individuell setzen kann, wie man es möchte. Das war vorher für dich entschieden worden. Oder dass wir jetzt halt eben auch viele Veränderungen haben am Regelsystem. Dass du jetzt halt eben, wenn das Regelsystem vom Schwarzen Auge, worauf das ja basiert, verständlicher jetzt gestalten. Also, zum Beispiel sind wir umgestiegen von einem W20-System auf einem W100-System. Wobei die Regelmechanik dahinter noch immer noch dieselbe ist, aber du jetzt halt eben deutlicher verstehen kannst über prozentuale Würfe, wie hoch ist deine Trefferwahrscheinlichkeit, etc. etc. Es gibt außerdem neue Gegnerklassen, die Story wird weiter gestrickt, spielt in Südaventurien. Du triffst ein paar Charaktere aus dem alten Teil. Was war nochmal deine Frage gewesen? Es hat sich wirklich wahnsinnig viel geändert. Wird Gronkhs Stimme da auch vorkommen vielleicht? Oder Droggelbecher oder irgendwas anderes? So ein kleines Easter Egg vielleicht? Also Easter Eggs werden mit Sicherheit drin sein, aber ich kann jetzt ja nicht schon den Inhalt von den Easter Eggs verraten, ansonsten sind es ja keine Easter Eggs mehr, ne? Aber Ich habe eine Idee. Alle mögen Gronkh, alle mögen Droggelbecher. Da können wir noch was mischen, oder? Du meinst vielleicht so eine Art Gronkelbecher? Gronkelbecher! Gronkelbecher-Modus. Falls wir den tatsächlich einbauen sollten, dann lasse ich ihn auf dir basieren. Dann gebe ich dir Producer-Credits da drin oder Game Designer-Credits. Ich bin dabei. Gut, wir bedanken uns und wir freuen uns natürlich auf das Spiel. Und noch irgendwas, was Sie vielleicht unseren Leuten in Luxemburg sagen wollen? Luxemburg! Da habe ich schon sehr oft Benzin eingekauft und Zigaretten. Und es ist ein wunderschöner Ort, um Benzin und Zigaretten einzukaufen. So, wir sind jetzt hier bei Emergency 5. Und wie man im Hintergrund sieht, haben wir auch gerade ein bisschen getestet. Wir dürfen leider nichts zeigen, weil es sich noch in der Alpha-Phase befindet. Aber wir haben einige tolle Sachen, die wir erzählen können. Neben mir ist Ralf, ein sehr besonderer Mensch. Und warum sagt er jetzt auch? Weil ich gerade hier sitze mit dir. Aber warum wirklich jetzt? das weiß ich nicht, das musst du wissen. Also, so wie ich das jetzt verstanden habe, ist er schuld daran, dass wir das coole Spiel Emergency überhaupt haben. Ja, aber auch schuld daran dann an den Emergency 2012 und 2013 und 2014. Aber mit Emergency 5, was wir jetzt gesehen haben, kann man das wieder entschuldigen. Ja, aber kommen wir mal zum Thema. Was gibt es denn jetzt Neues? Also Emergency 5 ist ein komplett neues Emergency. Wir haben uns praktisch komplett neu erfunden. Wir haben keinen Pixel auf dem anderen stehen lassen. Emergency 5 hat ein komplett neues System, das überhaupt funktioniert vom Spiel her. Wir haben nicht mehr unsere Missionen hintereinander geschaltet, sondern wir haben jetzt drei Städte, also München, Hamburg und Berlin. In den Städten passieren dann die Unfälle, Katastrophen und andere Ereignisse direkt in der Stadt, jeweils in einem zusammenhängenden Spiel. Und das gibt nochmal eine ganz andere Spieltiefe, als wir es bisher hatten. Daneben haben wir eine vollkommen neu entwickelte Engine. Das heißt, die Grafiken sind wirklich vom Feinsten. Das sieht man jetzt schon auf den Screens, die wir rausgegeben haben und auch hier Alpha. Was aber fast das Wichtigste ist, wir haben den Editor, der für unsere Community extrem wichtig ist, komplett neu entwickelt. Und der ist jetzt sogar so ausgelegt, dass man mit vielen Leuten gleichzeitig an unterschiedlichen Standorten arbeiten kann. Das brauchen wir ohnehin, weil wir sitzen in Tübingen, Potsdam. Also für unsere Leute brauchen wir das ohnehin. Und die Community kann das jetzt eben dann auch nutzen. Und das ist natürlich total super, wenn man zusammen ein Map bauen will und dann mit einem Editor arbeiten kann, der so kooperativ funktioniert. Was ist denn für Sie jetzt, was mögen Sie jetzt am meisten an den Änderungen? Was ist jetzt Ihr Favorit? Also
für mich ist eigentlich das Wichtige, dass wir es geschafft haben, Emergency insgesamt jetzt von dem gesamten Spielgefühl auf eine neue Ebene zu heben. Das heißt also Grafik, manche Dinge am Spiel, an der Spielmechanik, die wir geändert haben, und auch dann die Dinge, die mit dem Modding zusammenhängen, also Editor. Das Ganze zusammen ergibt einfach ein Emergency 5, das wirklich ein neuer Hauptrelease ist, während ja Emergency 2012, 13, 14 Zwischenversionen waren. Deswegen sind wir da wirklich jetzt stolz drauf und ich muss auch sagen, das Team hat da Unglaubliches geleistet, um das möglich zu machen, was wir jetzt haben. Gibt es denn schon irgendwie eine Idee, wann das Spiel erscheinen soll? Ja, 30. Oktober 2014. Das ist ja nicht mal lange. Das ist nicht mal lange, genau. Deswegen haben wir noch einiges zu tun, aber wir sind scharf dran. Gut, wir bedanken uns. Ja. Und wir hoffen, dass Sie uns auch mal die Show gucken, Webseite besuchen, uns mal anschreiben. Vielleicht kann man sich ja auch mal so treffen, noch mal bei uns im Studio vielleicht. Ja, wenn jemand in Luxemburg kommt, dann komme ich auf jeden Fall vorbei. Super, danke. Also, ciao. Hi, was erwartest du von der Gamescom? Ja, ich erwarte erstmal, dass wir jetzt hier erstmal reinkommen und dass hier kein Gedränge entsteht. Und dann hoffe ich, dass die Spiele das zeigen, was sie können. Ist das dein erstes Mal hier? Nee, das ist schon das dritte. Wow. Und seit 2012 dabei. Ach so. Welches Spiel wirst du dann als erstes anzocken werden? Also ich denke, als erstes Far Cry 4. Ja. Und dann Assassin's Creed, also Ubisoft erstmal so ab. Okay, dann noch viel Spaß. Na gut, danke schön. Danke. Hi, was erwartest du von der Gamescom? Also ich erwarte, dass wir erstmal gleich reinkommen. Ja. Und dass wir sehr viel Spaß haben werden. Mhm. Natürlich, fast bei jedem Stand nicht so lange machen. Nein. Okay, ist das dein erstes Mal hier? Nee, auch schon das dritte Mal. Und was wirst du als erstes anzocken? Ich laufe erstmal direkt zu Halle 9, zu, genauer gesagt zu Final Fantasy A Realm Reborn. Das ist geil. Perfekt, gut. Er weiß wenigstens, was zu tun ist. Okay, danke. Hi. Hallo. Was erwartest du dir denn von Assassin's Creed Rogue oder Unity? Einfach ein geniales Gameplay, super geile Grafik und natürlich eine spannende Geschichte wieder. Und welches von den beiden Spielen wirst du als erstes anzocken? Unity auf jeden Fall. Hi. Hi. Welches von den beiden Spielen wirst du als erstes anzocken? Welches jetzt? Rouge? Assassin's Creed Rouge oder, also Rogue, wie auch immer das ausgesprochen wird, oder Unity? Unity kann man gar nicht, man kann immer den Trailer sehen. Also. Ach so? Ja. Man wird immer schlauer, okay. Was erwartest du dir denn? Ja, ich hoffe mal, dass es endlich mal wieder ein Assassin's Creed wird, weil den letzten Quatsch echt kacke und... Weil du hörst, wie du den spielen bist. Du hast keine Ahnung, Chris. Sei leise. Ja, also ich hoffe einfach, das Gameplay wird gut und alles. Also hast du schon alle Teile gespielt? Ja, jetzt... Black Flag habe ich ja nicht mehr gespielt, die anderen schon, aber die fand ich halt nach Assassin's Creed 2 bin ich nicht mehr so.